Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben ein Update bekommen. Wir sind auf der Version 1.51.0.44s. Wir sind immer noch in Kassel. Ich habe mir vorhin die Karte mal angeschaut. Da hat sich jetzt großartig nichts verändert. Nach Kassel kommt dann Magdeburg, wo wir hinfahren werden. Heute gucken wir uns Kassel zu Ende an, denke ich mal. Und ja, ansonsten Updates wohl eher unter der Haube. Ich muss auch sagen, ja, ich bin gerade nach Hause gekommen und ich habe auch noch nicht weiter recherchiert. Ich muss da unbedingt mal gucken, was da jetzt geändert wurde. Auf jeden Fall erstmal nichts Sichtbares. Höchstens eben vielleicht Ausbauten. Ne? Wir können ja, wie gesagt, später nochmal nach Bremen kommen. Interessant wäre jetzt zu wissen, ob dieses Haus da gegenüber gestern schon hier gestanden hat. Man weiß es nicht. So. So, hier können wir reinfahren. Also man sieht schon, was so die Firmen angeht und so weiter, da tut sich schon was. Ne? Also mittlerweile wirklich mehr individuelle Gebäude, das ein oder andere Paket, das findet man ja durchaus mal wieder. Aber es ist nicht so wie früher, dass man gesagt hat, naja, eine Stadt sieht wie die andere aus. Ich muss zum Beispiel sagen, es gibt, ach guck mal, das soll wohl McDonald's darstellen. Ein Drive-Thru, ah ja, okay. Ja, guckt euch das Ding doch mal an. Das sind doch die neuen McDonald's-Filialen. Also bei aller Liebe. Aber sowas von. Ich finde auch die Firmennamen sehr, sehr, sehr individuell. Hier müssen wir mal einmal drauf. Also man lässt sich mittlerweile schon was einfallen, auf jeden Fall. Was mir gerade ein bisschen auffällt, wir haben ja das Update jetzt heute bekommen. Und ich finde es ein bisschen hakelig aktuell. Was auch immer sie da gemacht haben. Ist ein bisschen Bungee-Jumping hier gerade, ja? So ein bisschen, merkt ihr das? So ein Kaugummi-Leck. Also man muss irgendwo was an der Engine geschraubt haben. Was auch immer da jetzt bei auf der Strecke geblieben ist. Wir machen erstmal das Ding hier gerade weg. Und werden hier Aufliegerschaden. Da war der Radius wohl ein bisschen eng, war. So, hier haben wir soweit alles. Hier fahre ich noch mal einmal um den Block. Alles das, was wir jetzt haben, müssen wir später nicht mehr abfahren.
würde sagen, es funktioniert, ha? Das haut hin. So, hier haben wir noch mal eine Tankstelle. Sprit brauchen wir im Moment jedoch nicht. So. Ja, dann haben wir hier so die typischen Kreisverkehre, wo es dann, wenn man abbiegt, in eine beschauliche Wohnsiedlung geht. So, hier ist ein Wegepunkt von uns. Und ich habe was gesehen, was wir nutzen werden. Ich fahre natürlich jetzt nicht bis da hinten hin. So. Kann sich keiner beschweren, ich würde rückwärts auf der Autobahn fahren. Das stimmt nicht. Ich fahre vorwärts. Zwar in die falsche Richtung, aber ich fahre vorwärts. So, ja, hier ein unspektakuläres Autobahnkreuz, das werde ich dann später noch wegfahren, noch abfahren. So, so, so. Nächster Wegepunkt. Diese Dinger da, warum kommen die nicht früher?
Wenn der da jetzt nicht reingefahren wäre, wäre das alles ein bisschen einfacher. Sodele. Also hier sieht man so schon, ne? Autobahn, Autobahn, Autobahn. Den habe ich gerade irgendwie getouched. Also ich denke, wegen dieses Lecks, da muss grafisch noch ein bisschen was passiert sein. Wie gesagt, dass man das hier nicht darf, das weiß ich selber. Für einen Simulator ist es mir aber egal. Und wir gucken gleich mal auf die Karte. So. Genau, dann denke ich mal, Junge, wenn ich im realen Leben so fahren würde, die hätten mich schon, keine Ahnung, wie oft von der Straße geholt. Da möchte ich mal für wetten hier. Tankstelle, Steakhouse Café, da waren wir schon. Wir müssen jetzt hier irgendwie rum. Außerdem ist Nacht. So, liebe Leute, das soll es für heute aber auch gewesen sein. Nicht viel Neues tatsächlich, außer wieder hier meine Fahrkabriolen. Aber wie gesagt, das geht auch nur so lange, bis wir uns das hier alles angeguckt haben. Und da wir quasi mit Kassel jetzt durch waren,
Ich mich aber aufgrund dieser Strecken nicht direkt nach Magdeburg absetzen wollten, haben wir hier so ein bisschen diese, ja, wie soll ich sie wie nennen, Schlingerfahrt gemacht. Und einfach um hier den quasi diesen letzten Rest hier dann wegzukriegen. Und wir gucken mal einmal auf die Karte. Ich mache das hier jetzt noch eben fertig. Dann haben wir Kassel weg. Wir würden uns als letztes, denke ich, dann mal hier treffen. Und von hier aus werden wir dann Richtung Magdeburg fahren. Und das ist dann hier aus der Erweiterung die letzte aktualisierte Stadt. Von dort aus würde ich tatsächlich gerne nochmal nach Bremen fahren und gucken, ob man da grafikmäßig noch was verändert hat. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und bis dann erstmal, ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.